Ja, weiter geht's hier bei Resident Evil Nummer 4. Beim letzten Mal sind wir hier irgendwie bei dieser Bahn angekommen, die irgendwie sehr verrückt aussieht. Und jetzt müssen wir damit in dieses komische Gebäude reinfahren, denke ich mal. Und ja, wir sind hier rumgelaufen. Wir haben hier einiges an Schabernack getrieben. Und jetzt überlege ich gerade. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ich wollte eine Sache, die ich noch kurz anspreche, bevor wir in die Bahn steigen. Auf YouTube geht es jetzt so ein bisschen darum, dass manchmal Folgen noch am Anfang und am Ende so ein bisschen komisches Gequatsche von mir beinhalten. Das liegt schlicht und ergreifend einfach daran, dass ich die Folgen immer auf YouTube hochlade und dann einfach nur den Anfang und das Ende wegschneide. Und das kann man halt auf YouTube machen und das mache ich dann halt da. Und dementsprechend ist es manchmal einfach so, dass ich glaube, hiervon sollte ich nichts verkaufen. Nächstes Mal kaufst du oder Ist so, was, dass ja? wenn das Video noch nicht verarbeitet ist, deshalb ist sich aber schon online schaltet, was manchmal, also die Verarbeitung dauert manchmal einfach Tage, so wirklich ohne Witz, es dauert manchmal einfach Tage, dann kann es einfach daran liegen, ja, das liegt dann einfach an der Verarbeitung, dass noch der Anfang und am Ende so ein bisschen gequatscht von mir mit dran ist. Ja, ich versuche das schon immer alles direkt rechtzeitig zu machen, aber es funktioniert leider nicht immer. Ich glaube, jetzt einmal hat es nicht funktioniert, aber dafür ging dann die Verarbeitung tatsächlich relativ schnell. Da ist der Uhrturm. Bitte Ja, durcherschlägen. weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mein Bestes und alles andere muss man dann halt sehen. So, das dazu. Ich hoffe, das Wichtigste ist beantwortet. Und ja, ich denke, das ist einfach nur so ein Thema, was ich nochmal ansprechen wollte. Einfach nur für den Fall, dass es jemandem aufgefallen ist und die Person sich dachte, what the fuck? Weil, wieso ist das Video irgendwie so beschissen geschnitten? Ja, danke, YouTube. So. Gut. Ja, die YouTube-Verarbeitung allgemein ist aber irgendwie echt fragwürdig geworden. Keine Ahnung. Früher war das irgendwie nicht so ein Problem. Ja, in der letzten Zeit ist es dann aber doch ein bisschen komisch geworden. Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werft den Eindringling raus! Oh. Das ist nicht so gut. Aus dem Weg! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Habe ich. Moment. Das ist eigentlich ganz gut. Machen wir mal so, so, so und so. Wir haben die Magnum noch nicht. Ich weiß nicht, wie wir die bekommen. Eventuell werden wir das noch herausfinden. Ich muss kurz nachladen. Moment. Autschi. Das ist nicht so gut. Oh, wir sollten uns, glaube ich, ein kleines Kräuterle gönnen. Oh, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich sag's, wie es ist, ne? Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. So, oh shit, ouchie. Ich bin doch gerade weggerannt. Upsi, ich habe auf irgendwas geschossen. Hallo. Ich bin unschuldig. Er hatte rote Augen, der ist safe Sorry, infiziert. keine Absicht. Oder auch nicht, keine Ahnung. Okay, von hier kam ich, glaube ich. Aber ich glaube, wir sind gerade tatsächlich mit denen, die mich hier belästigen, schon durch. Was ist hier? Oh, ich war die ganze Zeit auf laut. Sorry, sorry. Jetzt bin ich wieder auf leise. Ich hoffe, man hat mich trotzdem halbwegs gehört. Achso, ja, stimmt. Das war ja wegen der Cutscene. Das habe ich vergessen. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Sorry, sorry. Für alle, die auf YouTube schauen, ich habe jetzt irgendwie fast eine Woche oder so nicht aufgenommen. Ja, doch, eine Woche. Und dementsprechend muss ich erstmal wieder reinkommen. So. Gut. Das ist schon mal. Ja. Nehme ich. Wer weiß, was da als nächstes kommt. Obwohl eigentlich wahrscheinlich nichts so Schlimmes.
Gut, ich glaube, ich sollte mir noch ein Kräuterle gönnen. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß nie, was passiert. So. Au! Zum Glück habe ich mir das Kräuterle gegönnt. Du blöder Arsch. Auf Wiedersehen. Ja, renn lieber weg. Ich würde es dir auch empfehlen, du Knilch. Oh, er ist da. Ob das jetzt besser ist? I doubt it. Ich meine, er ist näher. Aber er ist tot. Hoffe ich zumindest. Oh, er war ja hier. Das ist jetzt auch nicht so gut. Ich wollte schon sagen, bin ich tot? Ich sehe nichts. Heißt es ja? Ja, komm, wir sterben jetzt einfach kurz. Ich glaube, das ist besser, weil wir hatten nichts mehr an Ausrüstung. Und wenn man jetzt weiß, wo man ist, dann ist es ein bisschen leichter. So, okay. Ja, das war wild. Also dieses Feuerding war ja mal die absolute Eskalation. So. Ja, ja, komm, halt die Fresse. Weiß ich nicht, der eine Hit war schon ein bisschen unnötig. Muss ich ehrlich sagen. Bereue ich ein bisschen. Da kommt man sowieso nicht durch. Das heißt, die kommen safe von dort. Damit können wir dem schon mal direkt eine in die Fresse hauen. Wunderbar. So. Gut. So haben wir nämlich, oh Gott, da war der Typ schon, der mit der Dingens, der war schon da, ich hab ihn gesehen, da ist er. Du Sau. Nicht nochmal. Wo ist er? Okay, ich glaube, er ist gone. Wunderbar, okay. Jesus, take the wheel. So. Okay. Jesus, take the wheel. Ich sag's euch, manchmal ist echt wild. Ich hoffe, ich habe nichts mehr übersehen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, wo das Feuer ist. Das ist schon mal ganz gut, dass wir es jetzt wissen. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt ist er da. Ich würde sagen, den holen wir uns dieses Mal. Ja, ich sollte das, glaube ich, nochmal. Wir müssen das ein bisschen hübsch machen. Ja, das passt hier eigentlich alles noch nicht so gut zusammen. Aber das ist, glaube ich, für den Moment in Ordnung. Nein. So. Ich hätte halt höchstens gesagt, wir machen vielleicht einfach den hier. So, dann sind die nämlich zusammen und ich weiß, was wo ist. Ja, dann müssen wir das jetzt einmal ausrüsten. Geht doch. Dann sind wir den Bruder direkt mal wieder los. So, okay, ich weiß nicht, ist das der Feuermensch? Der den Scheiß steuert? Ich hoffe es nicht für ihn. Bin jetzt aber auch gerade nicht daran interessiert, es herauszufinden, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich habe keine andere Wahl, als es herauszufinden. Wunderbar. Dann müssen wir uns mal genau umschauen. Wo hier jemand sein könnte.
der uns abfacken will. Da sind welche. Beziehungsweise einer. Eieiei, ich renne. Und wo kommst du her? Das ist jetzt ungünstig, ungünstig, ungünstig. Wieso ist hier einfach ein Loch im Boden? Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe, glaube ich, dass es einen Moment gibt, in dem wir da ganz gut durchkommen. Die Frage ist nur... Ist das der richtige Moment dafür? Ich weiß es nicht. Ich renne einfach, weißt du? Kriegt der mich hier? Anscheinend nicht. Ja, ist ja wunderbar. Ihr könnt euch da gerne gegenseitig selber verbrennen, das ist gar kein Problem. Ich begrüße dies. Es schießt halt nur gerade irgendwer auf mich, was hingegen nicht so nett ist. Renn! Autsch! Oh, Jesus. Man erwartet das Schlechte einfach in jeder Sekunde. So ist es. Das ist jetzt nicht so gut. Wunderbar. Wann kommt die nächste Kugel? Ah, ja, wunderbar. Hallo. Ich hoffe, die da unten habe ich ausreichend... Nee, da liegt leider noch was. Mist. Ich warte, obwohl wir könnten die ja erstmal alle killen. Das wäre ja actually einfach kein Problem. Da ist sie. Hallo. Ich renne. Weißt du, man weiß ja nie, was kommt. Ich habe schon irgendwie damit gerechnet. Wunderbar. So, irgendjemand hat auf mich geschossen. Das finde ich nicht so freundlich. Warst du das? Ach, das ist der. Ja, wunderbar. Aber dieses Wunderbar habe ich mir echt auch irgendwie angewöhnt, ne? Weiß ich nicht. Ich kenne jemanden, der das halt so richtig weird betont und deswegen weiß ich nicht. Irgendwie in dem Moment fand ich es gut. Jetzt Schluss. Hoffen wir es mal. Okay, ich renne, ich renne, ich eile. Ich benötige, was auch immer hier noch liegt. Was bist du? Geld, ja gut. Ein paar Petras nehme ich immer gerne mit. So. Okay.
Kann ich das benutzen? Ah. Das ist ja wunderbar. Ich freue mich. 1A. Grüße. Manche stehen safe halt wieder auf, deswegen, hm? Da habe ich nicht so Bock drauf. Hier liegt Zeugs. Spiegel mit Perlen und Rubinen. Ja, wunderbar, nehme ich. Boah, ich muss mir das echt wieder abgewöhnen, ich sag's euch. Es war jetzt wieder ein bisschen besser, als ich halt eben nicht hier war. Da bin ich dann immer so, also wenn ich hier bin, bin ich halt mehr so für mich. Und dadurch habe ich halt diesen Einfluss nicht. Nee, Moment, andersrum. Wenn ich hier bin, habe ich den Einfluss. Deswegen ist es direkt wieder da. Und wenn ich halt nicht hier bin, dann habe ich diesen Einfluss halt nicht. Und dementsprechend juckt es mich dann in dem Moment halt nicht. Also dementsprechend habe ich niemanden, der mir das so sagt, dieses wunderbar und halt noch ein paar andere Dinge. Da gibt es so ein paar Sachen, die mir die Leute dann immer so, weiß ich nicht, die brainwashen mich damit und dann muss ich das auch sagen. Irgendwie ist das aber auch, glaube ich, voll normal, dass man das so in seinem Freundeskreis macht, weil ich habe das auch schon mehrmals mitbekommen. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich andauernd Uff gesagt und das haben so viele Leute übernommen aus meinem Freundeskreis. Auf einmal hat es jeder gesagt. Ja, hier wird irgendwas passieren. Ich trinke vorher was. Ich gebe mir das nicht. So, wunderbar. Erstmal mache ich jetzt alles auf. In aller Ruhe. Hier nehmen wir das noch mit. Extravagante Uhr nehme ich. Ich nehme alles. Alles, was for free ist. Ich nehme das. Gar kein Problem. So, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Scheint jetzt, als wäre hier Schluss. Ich habe jetzt extra auf dieses Ding da nicht drauf geschossen, weil ich erwarte, dass da gleich was kommt. Mal gucken, inwiefern ich recht habe. Dadurch, dass ich das Spiel ganz gut kenne, würde ich behaupten, ich habe sehr recht. Hallo. Okay, zwei gibt es noch, zwei Stufen. Das ist nicht so gut. Oh. Hier gibt es viel mehr Frauen jetzt, ist mir aufgefallen. Lass mich raus. Oh, hi. Dein Glück gerade, Bruder. Dein Glück. Oh, wir bewegen uns ja noch. Hm? Ist ja wunderbar. Das ist nicht so dolle. So ist es. Wir haben gar keinen Platz für ungebetene Passagiere. Oh, das ist hingegen auch nicht so dolle. Ja gut, wir haben jetzt nichts anderes, ne? Die wollen uns hier an jeder Ecke. Oh, das ist auch nicht so gut. Lad nach! Lad nach! Oh Gott. Ja, das ist nicht so gut. Naja, jetzt nicht mehr. Wir sind ja alleine, ne? Ich renne einfach die ganze Zeit im Kreis.
Als hätte man mich irgendwie aufgescheucht. Kannst du nicht einfach da rausspringen? Oder hier? Guck mal, hier ist doch wunderbar. Ich renne weiter im Kreis. So. Er geht rauf. Ich hau ab. Ist doch wunderbar. Puh, ich glaube, wir haben es geschafft. Wow. Das war wieder ein verrückter Ritt. Oh, Jesus Christus, wo bin ich hier wieder gelandet? Irgendeinem... Oh. Na, wunderbar. Daraus kann man vielleicht ganz gute Dings machen. Dings, ihr wisst Bescheid. Thumbnails, meinte ich. Die Sache ist, ich benutze diese Screenshots einfach nie für Thumbnails. Ich glaube, ich habe das vielleicht bisher in meinem Leben 5-mal gemacht oder so. Ja, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mehr Granaten benutzen. Können wir denen nicht auch irgendwie einen Shortcut geben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Ach. Oh. Wenn ich das schon wieder nur sehe, ne? Stirb. Miststück. Du auch. So. Reicht jetzt mit euch. Mistviecher. Der Stream geht heute übrigens auch nicht ganz so lange. Ist ja jetzt der erste Stream, seitdem ich wieder da bin. Deswegen möchte ich den noch nicht ganz so krass lang durchziehen. Aber ich denke, morgen gibt es dann auch wieder direkt einen Stream. Und vielleicht machen wir dann auch länger. Ich weiß noch nicht. Ich habe ja noch ein paar Pläne für den Stream. Mal gucken, inwiefern ich die umsetzen kann. Ja, wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was ich da hätte tun können. Aber... Ah, wenn sie darauf rennen. Das heißt, wir können gehen, aber nicht laufen. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Aber ja. Mal gucken, was ich noch für den Stream so umsetzen kann. Hoffentlich ja viel. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Ah. Jetzt macht das Sinn. Hat doch ein Gutes, dass wir gestorben sind. Ich könnte mir diese wunderschöne Szene nochmal geben. Das benötigen wir. So, genau, lad schon mal nach den Booms. Die haben beide diese Dinger. 1A. Wunderbar. So. Okay, das ist also dieser stabile, instabile Untergrund, von dem geredet wurde. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Hier scheint gut zu sein. Oh nee. Wenn ich das nur schon wieder höre. Da habe ich auch schon wieder genug, ne? Ein gelbes Kräuter. Ich nehme 10. So, was ist das? Eine Leiter nach oben. Warum? Oh, das ist ja wunderbar. Okay, da ist noch so eine komische Frau. Komm mal her, Schätzelein. Ah, das war doch schon ein guter Headshot. Hat dir das noch nicht gereicht? Anscheinend nicht. Naja. Spätestens jetzt ist die Jutta auch weg vom Fenster. Hier komischen Stalker-Joke einfügen. Den fand ich eigentlich sogar ziemlich lustig. Wie ging der nochmal? Wie nennt man das, wenn ein Stalker stirbt oder so? Oder was sagt man, wenn ein Stalker gestorben ist? Der ist jetzt weg vom Fenster oder so. Den fand ich eigentlich sogar ganz lustig. So. Willkommen.
Sieht hier aber auch aus wie auf dem Bazar. Warte mal, bevor ich dir irgendwas verkaufe, ich kann, glaube ich, was tun. Und zwar kann ich genau... weiß ich nicht. Ich glaube, der Gelbe ist am seltensten, ne? Der sieht teurer aus. Und das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Seidenkristall, wunderbar. Was ist mit dem? Können wir nichts machen, okay. Willkommen. Verkaufen, du kannst das haben, du kannst das haben, du kannst das haben, du kannst das haben. Und den Rest will ich behalten. Obobine oder Ram? Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. So gut wie neu. Wunderbar. Ich will mal kurz gucken, hat der irgendwas zum Kaufen, was mich interessiert? Hast du einen neuen Koffer für mich? Nein, hast du nicht. Dementsprechend bist du leider ziemlich irrelevant für mich. Das versichere ich. Naja, gewiss, gewiss. Ich glaube das auch. Ist das nicht sogar der Revolver? Eine, ja, Magnum-Pistole, ich sehe es schon. Ich werde es wahrscheinlich nie benutzen und ich trage halt die ganze Zeit diese Munition mit mir rum, ne? Wir haben dafür einfach keinen Platz. Deswegen, und wir haben auch echt nicht viel Munition dafür. Ich muss mal gucken, wo war die hier? Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja. Ein hervorragender Deal. Da trenne ich mich. Na, die beiden sind halt ganz nice, deswegen sind die auch teuer, ne? Ich kaufe fast alles. Das glaube ich. Ja, ich denke, das ist alles, was wir erstmal wollen. Laservisier, das ist nicht für unsere Waffe. Eine Mathilda haben wir nicht. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich glaube, die Red 9 benutzen. Haben wir auch. Benutzen wir die noch? Haben wir die noch? Hatten wir die je? Ich glaube nicht, ne? War das nicht diese komische Waffe? Ich glaube schon. Das war diese altmodische, oder? Ja, warum genau. Probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Muss Könnte nicht. Das Leben retten? Es wäre vielleicht irgendwann eine Idee, hierauf umzusteigen, aber dafür haben wir aktuell sowieso keinen Platz. Wie sieht's mit Tuning aus? Angriffskraft, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden auch damit. Ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Hier würde ich die Magazinkapazität machen, auf jeden Fall. Ist hierfür noch irgendwas da? Feuerrate, das wäre vielleicht auch was. Bist du beeindruckt? Nachladegeschwindigkeit bei auch immer. Geschick ist das ja auch. Wunder. Neun, ja, sehe ich irgendwo. Hier würde ich noch die Angriffskraft machen, das ist ganz nice. Und dann schauen wir den Rest dann beim nächsten Mal. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Ja, ich habe immer viel zu erledigen, so kennt man mich. So. 9, 10, 11. Ich hab's, glaube ich, gerade gesehen. So. Ja, ganz gewiss. Moment, was stand da gerade? Ich will gucken. Okay, nichts Spannendes. Oh, da sollte ich nicht drauf rumlaufen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, weißt du? Schießpulver. Munition und ein paar Petras. Ja, das nehme ich alles. Wir werden hier gerade so krass versorgt. Ich denke, da wird es gleich ganz ordentlich krachen. Also von der allerfeinsten Sorte. Ich brauche das. So, und den Rest sparen wir uns, glaube ich, zumindest erstmal. Wo ist denn jetzt hier? Wahrscheinlich ist es gleich sowieso weg. Würde ich fast mal von ausgehen, weil wir laden halt jetzt nach und ich glaube, ich habe jetzt 9 und das sind 6. Das müsste eigentlich genau aufgehen, oder? Nee, um 1 nicht, weil wir 8 haben und nicht 9. Wunderbar. hier, das können wir auch noch nachladen. Ich lade alles nach.
Wir müssen direkt ready sein, um komplett zu eskalieren. Hatte ich hier nicht auch was gemacht? Ja, die Pistole ist voll. Mir fällt aber gerade was auf. Ich würde gerne ein paar Sachen noch ändern. Hier hätte ich gerne einen Schnellzugriff auf der 4. Ich glaube, jetzt haben wir alle Waffen. 1, 2, 3, 4. Nee, die habe ich vergessen, aber dafür habe ich, glaube ich, keine Munition. Was ist das? Gewehrmunition. Das ist das Gewehr, oder? Nee, das ist das andere, oder? Nee, das war das. Gut, dass ich das jetzt weiß, denn dann haben wir einen Slot mehr. So, okay. Dann würde ich einmal das hier mit tauschen, einfach damit wir es sehen. Dinge zu sehen ist immer eine gute Sache. Die Sachen behalte ich jetzt einfach mal da. Ich würde das auch gerne sortieren, muss ich sagen. Aber ich glaube, es macht nicht wirklich Sinn. Oder? Ja, so ist, glaube ich, okay. Und wenn wir dann noch irgendwas machen müssen, dann haben wir das noch und hiervon noch ein bisschen. Und ich wette, hiervon finden wir irgendwie noch mehr und dann passt das irgendwie. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Es wird wahrscheinlich wirklich die absolute, komplette Eskalation werden. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich würde sagen, ich bin ready. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen. Wie versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners Ramon. Ashley! Leon! Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ ihnen seine Gnade zuteil. Du redest zu viel. Doch, sie sind... Sie vulgärer, unzivilisierter! Bastard! Wunderbar. Ja, das ist so ziemlich das, womit ich gerechnet habe, muss ich sagen. Denn ich kenne natürlich das Original und dementsprechend, ja. Ich habe es mir schon gedacht, dass das kommt. Ich wusste nur nicht, wann. So ist es. Okay, ich habe schon was gesehen. Mehrere Dinge sogar. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie man das zu deuten hat. Hatte ich das nicht irgendwie auf die 4 gepackt oder so? Anscheinend nicht. Der ist wohl kurz ein bisschen explodiert. Ich bin mir noch gerade nicht so ganz sicher, aber ich schaue mich hier einfach erstmal ein bisschen um. Ich dachte mir eben, wir können den ganzen Shit hier abholen, wenn... So. Wenn irgendwas lief, wenn wir irgendwas getan haben, aber... Weiß ich nicht. Du bist auch nicht schlecht. Für ein gammeliges Stück Scheiße.
Leon, da bist du aber heute sehr vulgär, hör mal. Ja, mit einem Hit schon zu sterben, ist dann doch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, übertrieben, maybe? Ja, das, worauf wir hinaus müssen, das sieht man halt hier ganz gut. Wir brauchen dieses Gelbe. Ich habe keine Ahnung, wie wir das genau bekommen. Ich hab halt einfach immer, wenn ich den gesehen habe, einfach random draufgeschossen. Und dann dachte ich mir, ja, mal schauen, was wird. Ja, dieses was wird ist auch ein Riesenproblem, ne? Von mir. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, na dann zeigen Sie mir nicht viel erst, dass ich das Drehbuch auszusehen habe. Machen Sie es mir vor. Ich weiß noch nicht, ob ich das so, wie es jetzt läuft, besser oder schlechter finden soll, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, der ist gerade hier unten, ne? Hier, gönn dir mal eine kleine Granate. Ich glaube, meine Nachlade-Action war ein bisschen umsonst. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier muss man echt noch mal so ein bisschen hinterherkommen. Ich weiß nicht, ob das gerade dumm war. Nein, das soll hier bleiben, bitte. Okay, ich glaube, der haut ab, wenn man den dann kriegt. Okay, der platziert so Kotzbomben. Ich verstehe, ich verstehe. Du bist auch nicht schlecht. Für ein gammeliges Stück Scheiße. Wie amüsant. Aber ich bin neugierig, wie lange sie ihre Scharfzüngigkeit noch behalten. Warum finden wir es nicht aus? Okay, ich glaube, der muss halt erstmal kotzen und dann geht's erst los. So, okay, jetzt ist er hier. Ja, das war halt gerade ein bisschen, kleines bisschen nervig, weil da kommt dann immer so alles auf einmal. Ja, direkt neben uns ist eine Kotzbombe, wunderbar. Ich verstecke mich hier gerade mal ein bisschen, dann kriegt er nämlich eine kleine Granate ab.
Heißt es, ich habe was richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, das heißt, ich habe was richtig gemacht. Wieso beleidigst du mich? Hören Sie auf, so gemein zu sein. Autschi. Ich glaube, wir benötigen jetzt mal hauptsächlich dieses hier. Ich glaube, der braucht halt wirklich einfach nur Damage. Munition. Hallo. Autschi. Aber Munition. Könntest du bitte, ja, ich wollte es gerade sagen, irgendwie wäre es nett gewesen, wenn ihm das Tor auf die Fresse gefallen wäre. Lippenrouge, wunderbar. Hätte ich auch gerne. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber ich hätte es gerne. So, gut, dann sind wir immerhin dieses kleine nervige Ding jetzt los. Ja, wurde aber auch Zeit, ne? Es wurde Zeit. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich brauche das. Und den Rest sehen wir dann. Manchmal denke ich mir, ich sollte jetzt am besten einfach alle Vorräte aufbrauchen, die wir haben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, ich glaube, das wäre dumm. Weil genau dann, wenn wir irgendwas brauchen, dann haben wir halt nichts mehr. So. Ja, runter wollte ich jetzt nicht. Ich dachte nur, können wir nochmal zurückgehen? Können wir nicht. So. Ich denke auch mal noch so 20 Minuten machen wir und dann machen wir auch Schluss für heute. Oh. Ja, 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 ja. Es dämmert bei mir. Jetzt kommt nämlich nochmal was ganz Besonderes, hör mal. Ich darf keine Zeit verlieren. Oh ja, stimmt, 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 stimmt. Können wir hier nicht irgendeine Watch-Action schauen? Hier sind aber viele Fässer. Ich dachte, hier gibt es jetzt so einen Ausblick. Hier wäre das angebracht gewesen. Kann ich euch nur sagen. So, dann hau mal drauf. Ja, das war's mit dem Schloss. Ich bin ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen froh. Denn eigentlich war das hier schon eine ziemliche Shitshow. Ja.
Moment, wir gehen sofort. Ich muss mal einfach kurz ins Dashboard schauen. Ich habe hier irgendwie gerade was Komisches. Aber jetzt sieht es wieder gut aus. Okay, wunderbar. Ja. Wo sind wir hier? Gute Frage, gute Frage. Das müssten wir herausfinden. Papetras nehme ich mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird hier wieder zu irgendeiner Mission führen. Deswegen habe ich schon mal... Für den Fall der Fälle, weißt du? So, okay. Wo bin ich hier? Das wird safe gleich eine Mission sein. Bringen Sie drei Ratten um. Da würde ich meinen Hintern drauf verwetten, sonst wären hier nicht so viele. Ich habe versagt, mein Herr. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Pulgarcito zu nennen pflegte, rief er diese in seine Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen, und dann zog er eine Flasche Vitrol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mitten ins Gesicht. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandte, während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der überschwänglichen Freude. Sein irres Grinsen verfolgt mich bis zu diesem Tag. Die Zeit verging und sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter, und diese Kult verstand schnell, dass sein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammt den Feinden. Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu einer Marionette gemacht. Am schlimmsten ist dennoch, dass sie es verbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plager zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpfte und sich so bemühte, für immer zu versiegeln. Herr Diego, sei versichert, dass ich mein Lebtag über Herrn Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Ja gut, jetzt ist sowieso vorbei. Als treue Dienerin der Familie Salazar seit meiner Geburt ist es meine Pflicht und Buße euch gegenüber. Okay, das hier sind dann also die Gemächer der, weiß ich nicht, Diener oder so. Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Okay, ich dachte tatsächlich, hier wird jetzt noch der Typ kommen, weil da halt schon blaues Licht war, aber er war jetzt nicht da. Ja gut, ist vielleicht auch besser so. Mist. Suchst du was? Das war ja wieder klar. Die zeckt sich die ganze Zeit bei uns ein. So. Wir sind dreimal gestorben. Wunderbar. Okay. Speichern. Und... Okay, wir sind anscheinend wieder unten. Oder wieder oben. Ich habe keine Ahnung. So. Wir schauen direkt, wie es weitergeht. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage.
Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. Immerhin hat sie hübsch gesagt. Oh Mann. Ist doch auch mal ein nettes Kompliment oder so. Ja, jetzt sind wir hier auf dieser Drecksmüllinsel. Ja. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock. Das kann man nicht anders sagen. Ah, schade. Ich muss halt den anderen Typen als Thumbnail benutzen, aber das ist eigentlich auch ein cooles Thumbnail. Joa. Da bist du. Hier geht noch mal ein kleines bisschen mehr ab als vorher, ne? Und ich glaube, das kann uns alles deutlich schwieriger machen. Ich muss vorsichtig sein. Keine Lust, in ein Wespennest zu stechen. Dafür ist es quasi schon zu spät, ne? Schnell jetzt. Nee, schnell wird schon mal hier gar nicht an irgendwas gemacht. Schließlich hast du gesehen, wo wir hier sind. Und hier irgendwas schnell zu machen, ist, glaube ich, nicht das Schlauste. Im Hauptspiel konnte man diese Höhlen hier immer sehr gut nutzen, um die halt nach und nach auszuschalten. Das war eigentlich ganz nice. Hier ist auch irgendein Ding. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Willkommen. Erzähl mir mehr. Oh, Jesus. 64.000. Ja, ich brauche es. Kann ich was verkaufen? Oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Ah, das ist die Magnum dann, ne? Für die wir die Munition jetzt rausgehauen haben. Die würde ich sogar tatsächlich irgendwann holen, wenn wir das Geld und den Platz haben. Habe ich was zu verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, dieses Ding. Ja gut, dann kann das jetzt wahrscheinlich weg. Kleiner Schlüssel? Nein, die würde ich gerne behalten. Es sei denn, wir können die hier nicht mehr benutzen. Das werden wir dann noch sehen, denke ich mal. Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Nicht das, was ich brauche. Wieder, wenn du flüssig bist, Partner. Wäre das dann alles? Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir haben jetzt 20 davon und ich denke mir einfach nur die ganze Zeit, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich würde sagen, wir sparen halt dafür. Ja, alles andere ist halt sinnfrei, ne? Alles andere sehe ich einfach keinen Zweck. Wir könnten uns aber Gesundheit kaufen. Ich glaube, das wäre angebracht. Da ist nämlich die Lage oben komplett am Eskalieren. Und ich habe nicht so Interesse daran, dass die Sache noch schlimmer wird. Oh, jetzt haben wir sogar zwei, weil ich vorher auch eins hatte. Und wir haben noch ein rotes Kräuter, das ist ja auch wunderbar. Aber kein grünes. Bisschen enttäuschend. Okay.
Hallöchen, Fledermaus, wunderbar. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorren ist das Gras, karge der Wald, ein Leben in Sühne, die Insel unser Fegefeuer, doch verzage nicht, Brüder und Schwester, unsere Zeit willkommen. Hester, Saddler, okay. Ja, kein Wunder, dass du verbannt wurdest. So wie du schreibst und redest. Da kickt der Cringe aber anders rein. Noch mehr als von dem Wort Cringe. Ich dachte tatsächlich, hier würde es irgendwie weitergehen. Und wir könnten uns irgendwie so ein bisschen darum... schleichen, sage ich mal. Hier geht's. Können wir das ausmachen? Ich bin nicht hier. Ja, ich glaube halt, schleichen wird sowieso nichts, ne? Da kann sich der gute Mann auch mal gepflegt verpissen. Ich frag mich halt, ob ich... Ja, also ob ich der Einzige bin, der von diesen Selbstschussanlagen halt gebumst wird. Wahrscheinlich schon, ne? Haben die mich wohl gesehen? Ich weiß es nicht. Ja. Weiße ist nicht so gut. Au. Wieso gleich doppelt? Das ist doch doppelt gemein. So, ja, im Grunde genommen sind wir einfach jetzt schon am Arsch. Ich lieb's. Das wird laut. Oh. Ja, dafür, ach, 4 Schuss hatten wir oder so, ne? 7, ja gut. Ja. Das wird laut. Das war unkomplizierter als gedacht. Ich dachte, jetzt eskaliert die Lage ja komplett, aber es geht ja. Halt die Fresse. Über die bin ich leider auch noch nicht hinweg, über dieses Meme, ne? Oh nee, oh nee. Zu was wirst du jetzt? Ach, die existieren hier auch. Ja, warum auch nicht, ne? Davon hätte man ausgehen können, dass die hier auch existieren. War wahrscheinlich Wunschdenken. Kommen die hier lang? Mich interessiert es einfach nur.
Oder ob der sich das dann nicht traut. Das ist hingegen ein Problem. Oh. Wir müssen noch ein kleines Stückchen machen, weil ich halt irgendwo eine Schreibmaschine brauche. Okay. Ja, wir machen auf jeden Fall einfach bis zur nächsten Schreibmaschine, würde ich sagen. Da machen wir kurz einen Prozess, hör mal. Aber ich glaube, wir sind hier schon gerade ganz gut durchgekommen. Ja. Das habe ich gedacht. Ich bin noch nicht zufrieden. Wahrscheinlich, weil wir hier noch komplett hochgenommen werden. Und das gefällt mir natürlich alles überhaupt nicht. Das kann ich so sagen. Oh Jesus. Das wird doch wieder alles nichts. Wir haben kein Leben mehr. Das heißt, wir sind wirklich komplett am Arsch. Mit etwas Glück finden wir hier ein bisschen was, aber das Einzige, was ich gerade finde, ist Geld. Ausnahmsweise brauche ich mal keins, weißt du? Und genau jetzt nur Geld. Da komme ich nicht hoch. Ich glaube, wir haben den einen Typen halt relativ gut. Down bekommen. Vielleicht war das unser Glück. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war das nur die Ruhe vor dem Sturm quasi. Ich befürchte es leider, dass es jetzt nochmal ordentlich krachen wird. Das bisher, das war mir noch nicht, ich bin misstrauisch. Es war halt jetzt auch obviously einfach nicht so schwierig, ne? Ich denke mal, als allererstes muss ich dieses Gerät hier jetzt wieder... Muss ich hier lang? Anscheinend nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Auch wie die Musik gerade eskaliert. Ach so. Ja. Ja. Nein. Ach komm. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ach.
Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, so ein Safe Fortress bauen. Ich sehe, nee, da, okay. Es bewegt sich nur ein bisschen normal. Es ist alles in Ordnung, glaube ich. Allein, wie ich jetzt wieder laufen muss, nur um da hinzukommen, ist auch schon wieder die größte Frechheit, ne? Das war ruhiger als erwartet. Ich dachte, jetzt knallt so richtig. Da bin ich fast zu 100% von ausgegangen. Aber es hat nur so zu, ja, 2% geknallt. Das ist ja noch in Ordnung. So. Kriegt da beide von mir ein paar Grüße. Oh, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich will gerade, weißt du, bisschen Ruhe. Was ist das? Nur Müll. Naja, gut. Damit kann ich leben. Ach, komm. Oh nee. Oh nee. So. Okay, hier haben wir jetzt immerhin schon mal unsere Ruhe. Fragt sich nur, wie lange, ne? Oh nee. Okay, der war immerhin alleine. Sind das auf der anderen Seite? Ja, doch, es müssten, genau. Das müsste jetzt genau die andere Seite sein, wo wir vorhin in der Höhle standen. Da habe ich das Spiel mal wieder durchschaut. Es ist schon echt ganz gut, wenn man es von vorher kennt, weil viele Dinge doch übernommen wurden, vor allem die Verstecke halt. Und wenn man die schon im alten Spiel erkundet hat, dann kennt sie halt auch die neuen. Natürlich ganz nice. Ich wollte gerade sagen, Munition wird langsam ein bisschen eng. Aber ich würde auch gleich gern speichern, muss ich sagen. Nach der Insel bin ich jetzt erstmal reif für Urlaub. Oh. Das ist nicht so gut. Ich hab's mir gerade schon gedacht, dass das jetzt passieren wird, ne? Gerade noch drüber nachgedacht. Das ist nicht so gut. Zum Glück ist der da hinten. Jesus, take the wheel. So. Okay, das war ja lustig. Oder so. Och nee. Hier ist was.
Ich muss es nur gerade durchblicken. Deswegen. Hier ist ja im Grunde genommen nichts. Wir kommen nicht rein. Kommen wir rein? Nee, kommen wir nicht. Okay, okay, okay. Ja, es gibt im Hauptspiel nämlich auch, ich glaube sogar exakt dasselbe Objekt. Finde ich cool, also solche Elemente mag ich tatsächlich ganz gern. Weil ich habe ja gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass man näher an der am richtigen Spiel dran bleibt und halt wirklich... Ja. Man weiß, was wo war. Aber das war bei den anderen Teilen auch nicht unbedingt genauso. Und deswegen war ich da ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir alles am Anfang nicht so gepasst. Und Resident Evil 4 kenne ich tatsächlich einfach am besten, weil das so meine Prime-Gaming-Zeit war. Und deswegen, ja. Da wusste ich dann schon eher, worauf es hinausläuft. Komm. Sparen wir uns das, mein Freund. Das sparen wir uns. Aber ja, Resident Evil habe ich damals sehr, sehr hart gesuchtet. Deswegen weiß ich hier sehr gut, was abgeht. Und was eben... Ja, hier so Phase war damals, ne? Kenne ich alles sehr gut auswendig. Ich wollte schon sagen, jetzt kommt aber keiner von hinten. Man muss es nicht übertreiben. Nee. Einfach für den Fall der Fälle. Man weiß nie, was passiert. Als hätte ich es geahnt. Auf Wiedersehen. Ach nee, den größeren haben wir ja noch gar nicht gekauft, ne? Ungünstig. Wir haben neue Magnum-Munition. Ja, ich wollte mir die Magnum ja eigentlich holen. Die neue. Mal schauen, ob wir das tun werden. Erstmal der Koffer, der ist das Wichtigste. So, oh Gott, wir sind schon wieder bei 1 Stunde 13, aber das ist okay. Heute ist so ein bisschen extra Folge. Und dafür mache ich den Stream auch nicht so lang. Also wir spielen gleich noch ein bisschen Tomb Raider und dann machen wir Schluss. Kann ich hier gucken? Das sieht schon cool aus, ne? Das war tatsächlich in, also im richtigen Resident Evil war das nicht so präsent. Ich finde es aber ganz cool, dass es hier so ist. Gefällt mir. So, kann ich jetzt bitte irgendwo speichern? Ich muss auch auf Klo, schon seit einer halben Stunde. Ich war noch am überlegen, ob ich vor dem Stream gehen soll, aber ich dachte mir, ah nein, ich muss eigentlich nicht. Und dann nach jetzt denke ich mir so, oh, ich bereue alles. Halten Sie Ashley hier fest? So, so sieht's aus, oder? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Weißt du, irgendwann ist doch auch gut. Fuck, dein Glück gerade. Wirklich. Da fliegt der Helm, aber... Das kann ich dir sagen. Ich habe gerade noch gedacht, die kommen jetzt safe alle von hier. Oh nee. Weißt du, das ist mir zu blöd. Was ist das? Blendgranate? Auch Blendgranate, ne? Ja, doch, beide. Die sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Hier. So, das ist mir jetzt zu blöde. Das kürzen wir ein bisschen ab.
So, okay, die waren hier unten. Kann ich auch erstmal nach oben gehen? Ich weiß halt nicht, wo es weitergeht. Aber das hier sieht... Sieht das wichtiger aus? Das ist wahrscheinlich der Eingang, ne? Als ob die einfach die große Tür offen lassen für Leon. Komm gern hinein, mitten durch den Haupteingang. Gar kein Problem. Wir freuen uns mit dir, uns zu unterhalten. Super Idee. 1A. Im Müll, ja, nehme ich mit, weißt du? Ich hab's nötig, deswegen. Ich nehme alles. Eine Krone, ja, die haben die bestimmt auch von der Insel mitgehen lassen, die Schweine. Ich wollte gerade fragen, geht's unter der Treppe weiter? Aber ich glaube, das war nur eine visuelle Täuschung. So. Ja, gut. Boah, allein schon das Geräusch. Ich habe schon keine Lust mehr. Ich wollte schon sagen, ich höre es doch. Wo ist es? Und da war's. So. Hallo. Oh, endlich eine Schreibmaschine. Ein Koffer. Mach auf. Dein Kristall, wunderbar. Wir speichern, hier ist alles vermint. Wir machen an der Stelle dann auch Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, die etwas längere Folge hat euch trotzdem gefallen. Für den Fall, dass der Anfang und das Ende sich wieder komisch angehört haben, weil alles nicht richtig gekartet ist. Ja, die Folge war einfach super lang und dementsprechend dauert die Verarbeitung auf YouTube wahrscheinlich wieder 20 Stunden, bis der Anfang und das Ende jeweils weggeschnitten sind. Ja, ich werde es aber vielleicht direkt einfach morgen früh hochladen und dann direkt, wenn es hochgeladen ist, wegschneiden und dann kommt es hoffentlich pünktlich. Aber die YouTube-Verarbeitung ist manchmal einfach für den Müll. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss!